Führungskräften, die Sie gesehen haben? Wo waren die Anfälligkeiten, die Schwächen, an denen Sie im Laufe der Zeit arbeiten können? Vielleicht können Sie ihnen jetzt ein bisschen Hilfe und Orientierung geben. Ich denke, das größte Problem mit den sogenannten Führungskräften von heute ist, wir produzieren nicht wirklich Anführer, wir produzieren nur Manager und Vorgesetzte. Sie tauchen als Führungskräfte auf und leiden ihr Leben lang. Das beobachte ich. Denn Führungskompetenz entsteht nicht durch Ehrgeiz. Führungskompetenz, also das muss man so verstehen. Ehrgeiz bedeutet, dass du deine Wünsche vergrößerst, was Zeitverschwendung ist. Denn deine Wünsche basieren auf dem, was jetzt und früher um dich herum passiert ist. Eine übertriebene Version dessen, was um dich herum passiert ist. Du kannst nicht etwas wollen, das du nicht gesehen hast. Du willst nur etwas, das du gesehen hast. Leicht oder stark übertrieben, je nachdem, wer du bist. Aber Führung bedeutet, in der Lage zu sein, eine Gruppe von Menschen oder eine Nation oder die ganze Welt in eine Richtung und zu einem Ziel zu führen, das sie sich nicht vorstellen konnten. Wenn es etwas ist, das sie sich vorstellen können, brauchen sie es nicht. Sie brauchen einen Anführer, weil er in der Lage sein sollte, sie an einen Ort zu bringen, den sie sich selber nicht vorstellen können. Dazu braucht der Anführer ein tiefes Verständnis. Mit Verständnis meine ich, dass du etwas sehen kannst, das andere Leute nicht sehen können. Die Menschen sind daran interessiert, Dinge zu tun, aber sie sind nicht daran interessiert, an sich selbst zu arbeiten. Falls du glaubst, dass das, was du tust, wichtig ist, das Wichtigste, woran du arbeiten musst, bist du selbst, um deine Wahrnehmungsfähigkeiten zu verbessern, damit du sehen kannst, was andere nicht sehen können. Du hast ein Verständnis von dem, was du tun willst. Es ist nicht einmal die Frage, was ich tun möchte, die Frage ist, was gerade am meisten gebraucht wird. Denn nur wenn du das Notwendige tust, handelt es sich um Führung. Wenn ich etwas tue, das mir Spaß macht, dann wird niemand hinter mir stehen, weil sich alles nur um mich selbst dreht. Also, ihr jungen Führungskräfte, das Wichtigste ist, dass ihr nicht aus Ehrgeiz eure Wünsche vergrößert, sondern eure Kompetenz. Wenn ihr eure Kompetenz immer weiter vergrößert, abhängig von den Zeiten, in denen wir leben, werden Gelegenheiten, die vor uns auftauchen, sich in natürlicher Weise in den vorhandenen Rhythmus einfügen. Wenn ihr sehr große Kompetenz habt, glaube ich nicht, dass die Welt euch unterkriegen kann. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.